Aber ich will euch das Herz nicht schwerer machen, als es ohnehin ist. Und ich weiß, dass doch alles für mich getan wird. Eines kann ich nur sagen. Für was ich getan habe, glaube ich, wäre es auch schon Strafe genug, mich hier bannen zu lassen. Wo ich jede Minute damit rechnen muss, geholt zu werden. Hier hat es sich in der letzten Zeit leider auch zum Schlechtesten geändert. Wir dürfen schon seit 3 Wochen nicht mehr spazieren gehen. Auch hatten wir die ganze Zeit keine Arbeit und dadurch leider viel Zeit zum Nachdenken. Oft stehe ich lange Zeit am Bett beim Fenster und schaue hinauf auf das kleine Stück Himmel, das ich erblicken kann und träume. Da denke ich oft an die Zeilen, die Maria Stuart so schön sagt. Soll mir das gleiche los wie Maria Stuart beschieden sein? Ich finde das Schicksal zu groß für mich. Sie war doch eine Königin, ich bin aber nur ein Arbeitermädel. Ab morgen haben wir wieder Arbeit. Da vergeht die Zeit wieder besser. Wir bekommen Erbsen zum Ausklauben. Ja, und um überzuleiten zur Lesung, Jura Seufer, sie starb eine Partei, wenn der Himmel grau wird. Weiter Ferne sind verblasst, die Sterne. Eine bleierne Last sinkt sich der Himmel nieder. Der Mensch erwacht in seinem Leid zum Mord und zum Gebete. Der Atem einer kranken Zeit geht keuchend durch die Städte. Auf im Schein des kargen Lichts, du Lump auf fremder Schwelle, steh auf und weh und hoffe nichts, der Himmel wird nicht hell. Das wie ein armer Leutetag, voll Schweiß und Blut und Tränen, heute ist ein Tag vom alten Schlag, nicht der, den wir sehen, nicht der uns im Traum erschien, gekrönt von 1000 Sonnen, wo blühen stand im ewigen Grün, die Welt, die wir ersonnen. Den Traum der Nacht.
den lichten Traum der Armen. Verbirg den Traum der Nacht, den lichten Traum der Armen. Thema meines kurzen Vortrags ist die Zeit zwischen 1918 und 1938, wobei ich mich vor allem auf die Vorgeschichte dessen, was wir dann hören werden, aus dem Roman von Jonas Seufers Erstarbene Partei konzentrieren möchte. Aufbruch in eine bessere Gesellschaft und ein Ende als Albtraum. Ich will gleich vorausschicken, aus einem Albtraum kann man wieder wach werden. Erstens ist das sogar so. Bei uns in Österreich war es allerdings so, dass das nicht eine machtvolle, eigene, militärisch gut organisierte Widerstandsbewegung war, sondern letztendlich waren es die militärischen Anstrengungen der Alliierten, die dann zur Befreiung und zu einem Ende dieses Albtraums geführt haben. Ich möchte aber von vorne beginnen, nämlich im Jahr 1918 beim Ende dieses bis dahin schrecklichsten aller Kriege, das wirklich ein Ende mit Schrecken war, mit Schrecken auch nicht nur die Millionen Toten und Kriegsinvaliden, die Kriegsinvaliden waren halt halb auf den Straßen zu sehen geführt, sondern auch das, was ein Ergebnis des Hungers und der Verelendung ganz breiter Massen der Bevölkerung während dieses Krieges gewesen ist, nämlich die spanische Grippe und andere Krankheiten. Es ist in den letzten Monaten im Zusammenhang mit den zahlreichen wichtigen Persönlichkeiten, darunter auch ganz große Künstler, die in Österreich in diesen zwei Jahren, 17 oder zweieinhalb Jahren, 17, 18, 19, gestorben sind, weil das halt jetzt 100 Jahre her war, war viel die Rede davon, dass die spanische Grippe mehr Opfer gefordert hat als der ganze Krieg vorher. Und warum war das so? Das war ein Ergebnis dieser Art von Kriegsführung durch die vor allem Habsburger Monarchie bei uns, die zuerst einen Krieg beginnt und dann nicht in der Lage ist, diesen Krieg auch tatsächlich zu führen und letztendlich das Ganze geschieht auf dem Rücken der breiten Bevölkerungsmassen, die also wirklich von einer totalen Kriegsbegeisterung, in die man sie hineingetrieben hat, aber die sie auch freudig angenommen hat, in sehr kurzer Zeit zu einer totalen Ernüchterung gekommen ist. Und um das Ausmaß dieser Ernüchterung zu verstehen, ist ganz gut, sich vor Augen zu halten, dass dieses Regime mehr als 6 Jahrhunderte an der Macht war und es dann geschafft hat, innerhalb von nicht einmal 3 Jahren den gesamten Kredit bei der Bevölkerung zu verspielen. Dass das noch nicht Anfang des Jahres in der großen Streikbewegung des Jänner 1918 passiert ist, dass die mit nassen Fetzen davongejagt worden sind, liegt an sehr vielen Faktoren, unter anderem an einer Politik der sozialdemokratischen Führung, die damals gemeint hat, man kann das nicht machen, weil die sollen die Suppe, die sie uns eingebrockt haben, auch selber auslöffeln. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Der Kaiser hat sich verabschiedet am 11. November, er ist nicht zurückgetreten, so weit jetzt nicht, sondern er hat sich nur von den Regierungsgeschäften zurückgezogen, er hat dann zweimal von Ungarn aus probiert zu putschen und ja, letztendlich waren es dann doch die breite Masse der Bevölkerung, die sozusagen den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen gehabt hat und das geschah aber mit einem ganz, ganz großen Enthusiasmus. Natürlich waren die Leute verzweifelt angesichts dessen, was dieser Krieg hinterlassen hat, dieses fürchterlichen Elends. Es war der dritte Hungerwinter von 1918 auf 1919. Der schlimmste war im Jahr vorher,
In Deutschland hat man Steckrübenwinter dazu gesagt, weil alles, was noch zu essen gegeben hat, bei uns hat das Rutenkassen. Ja, eigentlich sind es Zucker, nicht Zuckerrüben, sondern Futterrüben sind es. Das ist das, was die Kinder zum Essen gekriegt haben. Ich habe in den 70er Jahren Interviews geführt mit Leuten, die in dieser Zeit Kinder gewesen sind. Und einer von denen hat mir dann Bilder gezeigt, seine Geschwister, die vor 1914 oder nach 1920 geboren sind, sind alle mindestens ein Kopf größer als er. Also, ich war im Krieg in der Zeit, wo ich wachsen hätte sollen und da hat es nichts zu essen gegeben. Also das war für mich damals als junger Mensch in den 70er Jahren sozusagen diese Bilder ein ganz deutliches Zeichen, was dieses Elend tatsächlich geheißen hat. Und die große Hoffnung war, dass man es jetzt ohne die Habsburgerei besser machen kann. Ich gehe auf das deswegen auch so ausführlich ein, weil es derzeit in der Presse eine ganz witzige Debatte gibt. Es gibt dort die Frau Gundula Walterskirchen, eine eingefleischte Monarchistin, die jede Woche oder fast jede Woche da einmal was von sich geben darf. Jede Woche geht sie nicht mehr aus, weil sie jetzt die niederösterreichischen Wochenzeitungen leiten muss. Man kann sich da ungefähr vorstellen, in welche Richtung das dort geht. Und die Frau Walterskirchen hat also geschrieben, dass man muss doch schon berücksichtigen, dass das ganze Elend, in das unsere östlichen Nachbarn da 1945 durch den Kommunismus geraten sind, an dem sind sie aber schuld, weil wieso haben sie auch die Habsburger Monarchie zerstört 1918? Da hat es natürlich einen riesen Aufstand gegeben und dann sind alle gekommen und gesagt, nein, das waren nicht die Habsburger, das war der Stalin, der an dem Ganzen schuld ist. Aber es zeigt ein bisschen, dass selbst Leute, die also wirklich nicht im Verdacht stehen, irgendwelche irgendwie noch links zu blinken, völlig fassungslos sind, dass es immer noch Menschen in diesem Land gibt, die allen Ernstes glauben, sie müssen den Zerfall der Habsburger Monarchie 1918 als eine große Katastrophe hinstellen. Dass einiges kaputt gegangen ist, ist völlig klar, weil natürlich an die Stelle des Obrigkeitsstaates der Habsburger dann die nationalistischen Regimes in den einzelnen Staaten gekommen sind. Letztendlich ja auch bei uns, nur bis in Österreich so weit war, hat es eine Weile gedauert und genau auf das möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Was waren die Hoffnungen, die die Menschen verbunden haben mit dieser neuen Zeit, die jetzt anbricht, die ja auch in Liedern besungen worden ist? Es beginnt ganz banal damit, banal war es nur für die eine Hälfte der Bevölkerung, die hat gemeint haben, naja, jetzt die Frauen halt auch. Für die andere Hälfte, nämlich die weibliche Hälfte der Bevölkerung, hat das bedeutet, dass man zum ersten Mal überhaupt in der Politik irgendetwas mitbestimmen kann, nämlich die Einführung des Frauenwahlrechts. In Deutschland hat es ein bisschen länger gebraucht, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt habt, die haben also jetzt bis zum 100. Jahr jetzt da. In Frankreich noch ein bisschen länger, die müssen nur warten bis 2045, bis den 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts begehen können. Und in der Schweiz das noch länger gedauert. Also mit dem, ich fange bewusst mit dem an, weil das hat einfach geheißen, jetzt gibt es wirklich allgemeines Wahlrecht, in den Schulbüchern steht ja zum Teil immer noch, das sei es 1907 eingeführt worden, ja für eine Hälfte, die eine Hälfte der Bevölkerung, nicht für die andere. Es gibt noch was, was von ganz großer Bedeutung war, was aber jetzt nichts mit sozialen Reformen zu tun hat. Am Ende dieses vierjährigen Mordens, wo es in der österreich-ungarischen Monarchie, und zwar vor allem im Süden an der Grenze zu Serbien und der serbischen Bevölkerung, der eigenen Habsburger Monarchie und im Nordosten, in Galizien, an der ruthenischen, so haben die österreichischen Ukrainer geheißen, Bevölkerung der Habsburger Monarchie
Es hat eine Hinrichtungsorgie gegeben dort. Bei den Serben kann man sich streiten, ob es 30.000 oder 60.000 waren, die hingerichtet worden sind. Bei den Ruthenen weiß man ziemlich genau, es waren mindestens 60, aber wahrscheinlich nicht mehr als 90.000. Hinrichtung, warum? Weil die habsburgische Militärjustiz in diesen Menschen mögliche Spione für das russische Reich oder für den serbischen Kriegsgegner vermutet hat. Das heißt, sie sind nicht verurteilt und aufgehängt worden, zum Teil in ganze Birnenbaumalleen in Galizien sind mit Leichen vollgehängt, nicht weil sie Spionage betrieben haben oder beabsichtigt haben, Spionage zu betreiben, sondern weil die Justiz vermutet hat, sie könnten unter Umständen Spionage betreiben. Das heißt, es hat der Verdacht, dass jemand möglicherweise eine Straftat begehen könnte, bereits das Todesurteil bedeutet. Es ist in Österreich über diese Sache sehr wenig bekannt geworden. Es hat immerhin vor ein paar Jahren ein Buch gegeben, das Lächeln der Henker, wo also solche Fotos veröffentlicht worden sind, aber es hat eigentlich unter der doch nicht ganz so kleinen Historikerzunft in Österreich einen einzigen gegeben, Hans Hauptmann, der leider voriges Jahr verstorben ist, der in seinen Aufsätzen und Büchern auf dieses unglaubliche Verbrechen der Habsburger Monarchie hingewiesen hat. 1914 hat es eine Ausstellung auf der Schallerburg gegeben zum 100 Jahre Erster Weltkrieg. Da war zwar eine ganze Ecke gewidmet den Verbrechen des Osmanischen Reiches und den Armeniern. War wichtig und richtig, dass das gemacht worden ist. Nur das, was die eigene habsburgische Obrigkeit bei uns angestellt hat, das hat also sehr viel weniger Platz gehabt. Und was überhaupt keinen Platz gehabt hat, was nur einmal kurz erwähnt worden ist, war der Jena-Streit. Und ich habe an der Ausstellungswoche dann gefragt, habt ihr euch irgendwann einmal überlegt, warum die übergroße Mehrheit der Bevölkerung ab 1917 nicht mehr wollte? Da habe ich mich groß angeschaut, wie ich überhaupt auf so eine Fragestellung komme. Monarchie, die Habsburger waren da um 650 Jahre ungefähr an der Macht in Österreich und selbst in den wildesten Nationalitätenkämpfen der 80er und 90er Jahre des 19. Jahrhunderts war immer noch die Überlegung, ja, man muss sich halt innerhalb der Monarchie irgendwie arrangieren oder sie verlassen oder sonst, aber nie, dass das ganze Ding zerfällt. Und dann innerhalb von 3 Jahren verliert dieses Regime jede Anhängerschaft. Nein, aber das haben wir nicht nachgedacht. Das geht immer halt vor, die Frage stellen, wenn ich über 100 Jahre Erster Weltkrieg eine Ausstellung mache. Also so viel zur Ausgangslage. Was auch da war, war der Hunger. Der Hunger, man muss immer eins dazu sagen, es hat ja keine Zerstörungen gegeben. Das ist nicht so wie 1945. Das sind nicht die Städte, in denen die Ruinen liegen. Das, was man gesehen hat, war eine Zerstörung von menschlichen Leben. Dass auf der Straße überall die Leute mit den Krücken herumgerannt sind, die Kriegsinvaliden, oder überhaupt nur irgendwo gesessen sind, Rollstühle hat es kaum gegeben, das war Luxus. Also dieses Elend hat man gesehen und was man natürlich gesehen hat, dass niemand Geld hat, irgendwelche neuen Häuser zu bauen oder Häuser zu renovieren und entsprechend die Lebensbedingungen der Menschen waren. Und das hat auch geheißen, dass sehr, sehr viele Leute unter Bedingungen gelebt haben, die eigentlich Krankheiten in einem Ausmaß befördert haben, dass man davon ausgehen hat können, dass irgendwann über kurz oder lang die Leute dann sowieso an ansteckenden Krankheiten zugrunde gehen werden. Und in dieser Situation kommt jetzt die österreichische Arbeiterbewegung und sagt, wir haben eine Idee, wie wir es besser machen können. Und dieses Sozialprogramm, das da 1919, also die ersten Maßnahmen schon 1918, 19 bis 20 umgesetzt worden ist, das ist in einem Ausmaß
neu, revolutionär und eben von der Hoffnung, von einer Zukunftshoffnung getragen gewesen, was man sich heute ja eigentlich nur mehr sehr schwer vorstellen kann. Ich habe versucht, die Dinge gegenüberstellen, diese elende Situation, in der sich die Menschen befunden haben, diese Hoffnungen ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Letztendlich hat es für den Gesamtstaat nicht gereicht. Das sagt, die Mehrheitsverhältnisse haben sich verändert. Bei den Wahlen 1920 ist die Sozialdemokratie in der Minderheit geblieben. Die Kommunistische Partei war überhaupt winzig klein damals. Und die bürgerlichen Parteien haben die Mehrheit gebildet. Die Sozialdemokratie hat daraufhin versucht, wenigstens in Wien dieses soziale Programm umzusetzen. Und das ist auch gelungen. Also diese Maßnahmen, die gesetzt worden sind, sowohl in der Kinderbetreuung, es war so ein Spruch des sozialdemokratischen Stadtrats für Gesundheitswesen und Fürsorge, Julius Tandler, es soll in Wien kein Kind, kein Neugeborenes mehr auf Zeitungspapier geboren werden. Ich meine, man war sehr bescheiden damals. Ja. Also, das heißt, Neugeborene haben in Wien dann ein erstes Paket gekriegt, wo es also auch Windeln enthalten waren, die sich sehr viele Familien nicht leisten konnten. Das sind nur Stoffwindeln gewesen für die Jungen. Und Kindernahrung und ähnliches. Und ein gratis Programm zur Versorgung der Kinder mit den nötigen medizinischen Hilfen. Und das Zweite war natürlich, dass man die Wohnbauverhältnisse verändern muss, indem man aus öffentlichen Mitteln baut, nur die Öffentlichkeit hat keine Mittel. Also wie kriegt man die? Man kann sie nur durch Steuern kriegen. Die Wohnbausteuer haben alle bezahlt, möchte ich entgegen allen möglichen Gerüchten, die immer wieder zu hören sind, sagen, das haben nicht nur die Reichen gesagt, alle haben Wohnbausteuer bezahlt, aber die breite Masse der Bevölkerung hat sehr, sehr wenig bezahlt und je mehr Wohnraum jemand gehabt hat, desto mehr Steuer hat er bezahlt. Also für eine große Villa hat man wesentlich mehr bezahlt, als Arbeiter oder Arbeiterin im ganzen Monat verdient hat. Und mit dieser Steuer hat die Gemeinde Wien begonnen, Wohnhäuser zu bauen. Sie bauen vor einem dieser Häuser jetzt gerade, also die Wohnhausanlage in der Baumgasse. Aber das ist also in ganz Wien flächendeckend erfolgt. Und es sind immerhin bis zum Ende dieses Programms, 1933 ist dem Roten Wien die Möglichkeit gegeben worden, weiter diese Steuern einzuheben, sind 70.000 Wohnungen errichtet worden. Und das hat auch zu etwas geführt, nämlich, dass sehr viele Menschen, die vielleicht mit der Ideologie der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie oder gar des Kommunismus überhaupt nichts am Hut gehabt haben, aber einfach gemerkt haben, das ist alles gut, was die da machen, ich kriege eine neue Wohnung, und aus diesem Grund dann auch bereit waren, diese Partei zu wählen. Und die Sozialdemokratie hat also in einigen Gegenden Wiens schon sehr satte absolute Mehrheiten, bis zu 2/3 Mehrheiten damals eingefahren. Aber natürlich gab es nicht nur ein rotes, sondern auch ein schwarzes Wien, das darf man nie vergessen. Wir tun so in unserer Geschichtspolitik immer als ob das rote Wien alles dominiert hätte. Natürlich, wenn man ist aus dem Ausland gekommen, hat sich die Errungenschaften angeschaut, aber es hat Zehntausende politisch Aktive in Wien gegeben, die dieses Rad der Geschichte zurückdrehen wollten, weil die ja die Verlierer waren. Die Gewinner waren die breiten Massen, aber die Reichen haben in der Regel davon nichts gehabt. Und daher ist also bereits zum ersten Mal bei den Nationalratswahlen 1923, aber dann in der zweiten Hälfte der 20er Jahre immer mehr so dieser Slogan auf bürgerlicher Seite entstanden, man muss den revolutionären Schub
von 1918-19 wegreimen. Nur dann kann also Österreich sich gut entwickeln. Es hat trotzdem einige Zeit gedauert, bis also diese Politik Oberhand gewinnen konnte. Einer der Gründe dafür war, dass der erste ganz große Angriff der Regierung auf die Arbeiterschaft, nämlich das Niederschießen einer Massendemonstration am 15. Juli 1927 ohne eine adäquate Antwort seitens der sozialdemokratischen Führung geblieben ist. Man hat einen Generalstreik gemacht, den man dann abbrechen hat müssen, Verkehrsstreik, den man auch abbrechen hat müssen, und es sind am Schluss 90 Tote übrig geblieben. 57 von ihnen sind übrigens am Zentralfriedhof, am Rundplatz, wo auch, das ist, wenn man von den Präsidentengruften da zur Gruppe 40 geht, auf halbem Weg, ist dieser Rundplatz, da ist dieses Mahnmal der Gemeinde Wien für die Opfer des Freiheitskampfs. Und es ist warum ist es dort? Weil bereits ein Mahnmal dort war, nämlich jenes für die Opfer des 15. und 16. Juli 1927. 57 Gräber, die anderen sind in Familiengräbern bestattet worden. Und ich lade euch wirklich ein, wenn ihr einmal am 1. November oder zu sonst einer Kundgebung am Zentralfriedhof seid, geht einmal dort vorbei und schaut euch diese kleinen Grabsteine an und schaut, wie alt die sind, die dort liegen. Das sind Jugendliche, das sind Kinder dabei. Und wenn man die Obduktionsberichte liest, die natürlich dort nicht vermerkt sind, dann sieht man, dass die meisten von ihnen in den Rücken geschossen worden sind von der Polizei. Also das ist nicht ein Kampf zwischen Demonstranten, wenn die da den Justizpalast anzünden haben, und der Polizei gewesen, sondern das ist eine Jagd der Polizei auf Demonstranten gewesen. Es war sowas wie ein Menetekel für die Republik, nämlich ein Zeichen an der Wand, was passieren könnte, wenn man nichts tut. Und leider war die Arbeiterbewegung in den darauffolgenden Jahren nicht in der Lage, wirklich adäquat zu antworten. Mitschuld war natürlich auch die Weltwirtschaftskrise ab 1929. Und diejenigen, die dann letztendlich davon profitiert haben, waren die Nazis, die also ab Anfang der 30er Jahre die ersten großen Erfolge erreicht haben. Bei Gemeindewahlen in verschiedenen Orten Österreichs. Man muss allerdings, um auch da wieder einer mehr entgegenzutreten, dazu sagen, sie haben nie mehr als 30% erreicht, und in den meisten Gemeinden sind sie einstellig geblieben, wo also solche Gemeinderatswahlen stattgefunden haben. Trotzdem ist die Regierung, die da 32 im Amt war, der christlich-soziale Dollfuss, der so vom Mittelalter geschwärmt hat, wo also noch Bauer und Gesinde und so soll also der ganze Staat aufgebaut sein. Und allein hat er es nicht geschafft, also hat er mit den faschistischen Heimwehren gemeinsam eine Regierung gebildet, die letztendlich dann dieses System errichtet hat, das wir als Austrofaschismus kennen. Das war im Laufe des Jahres 1933 so scheibchenweise. Ich habe jetzt eine Veranstaltung gehabt im Dokumentationsarchiv, wo 40 Fremdenführer und Fremdenführerinnen von Wien da waren, die wollten genau wissen, wie das im Jahr 38 war, und da ist in der Diskussion die Frage gekommen, na, ab wann gibt es dann die Diktatur in Österreich? Dann sage ich, das kann man nicht so genau sagen, das gibt es nicht, das muss man genau sagen können. Nein, sage ich, das passiert in Österreich anders. Das gibt's zuerst wird einmal das Streikrecht abgeschafft, de facto, dann wird der Nationalrat nicht zu neuen Sitzungen einberufen, weil er dann trotzdem kommt, verhindert die Polizei, dass die Sitzungen stattfinden, dann wird der Verfassungsgerichtshof lahmgelegt, und nach 8-10 Monaten auf einmal ist das ein ganz anderer Staat. Das ist ganz gut, wenn man sich das um die Gegenwart umlegt, so schnell kann es nämlich gehen. So schnell kann es gehen. Wir sind eine Demokratie, eine Diktatur wird. Ohne dass ein Putsch passiert ist, ohne dass irgendwas ganz Umwälzendes passiert ist,
das, was dann passiert ist, ist, dass Arbeiter und Arbeiterinnen sich gewehrt haben im Februar 34 und dann war es eigentlich schon zu spät. Also der Albtraum hat dann eigentlich 1933, 34 begonnen. Da war es noch ein etwas weniger schlimmer Albtraum, der aber sehr wohl eben keine Demokratie mehr war. Die Arbeiterparteien waren im Untergrund, aber immerhin, sie haben sich im Untergrund organisieren können. Innerhalb der Arbeiterbewegung ist zu einem kompletten Wechsel der Mehrheiten gekommen. Zuerst sind auf 100 Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, das war der Kommunist gekommen. Dann auf einmal war es 50-50. 16.000 revolutionäre Sozialisten im Untergrund, 16.000 Kommunisten im Untergrund. Nur auch da wieder, wir dürfen nicht vergessen, da gibt es noch eine andere Seite. Die Nazi waren auch verboten in Österreich und die haben 70.000 Mitglieder gehabt, das heißt im Untergrund, das heißt miteinander mehr als beide Arbeiterparteien zusammengenommen. Also diese Regierung war letztendlich auf verlorene Posten, sie haben sie auf Mussolini gestützt und wie der Mussolini mit Hitler zusammengegangen ist 1936, war natürlich klar, das wird sich nicht halten und ja, der Albtraum ist weitergegangen. Die Arbeiterbewegung hat in den letzten Tagen vor der Annexion noch versucht, gemeinsam Betriebsrätekonferenz in Floridsdorf der Regierung Angebote zu machen bei einem Gespräch von illegalen Gewerkschaftern mit dem Chef der Staatspolizei. Ich meine, das ist ein bisschen witzig, ja. Die Vertreter der verbotenen Parteien marschieren ins Innenministerium, wir sind eigentlich so früh verhaftet werden, weil sie ja, setzen sie mit dem Chef der Staatspolizei zusammen, um zu überlegen, was man jetzt tun kann. Also das zeigt ein bisschen, da ist einiges im Rollen gewesen in den letzten Tagen vor dem deutschen Anmarsch und fangen zum Streiten. Der Innenminister sagt, also der Chef der Staatspolizei sagt, das geht nicht und so weiter. Und dann steht einer der Gewerkschafter auf und sagt, der Staatssekretär, wollen wir nicht jetzt konkret reden, was wir machen? Oder diskutieren wir in einem Monat auf der Hauptstraße des KZ Dachau, wer von uns zwar recht kommt, hat? Genauso ist dann auch gekommen. Also der Albtraum ist dann wirklich ein ganz schlimmer geworden, nicht nur für Juden und Jüdinnen, da hat sich gezeigt, was in Wien an Hass und an Missgunst da ist, in einem Ausmaß, das bis dahin unvorstellbar war. Wir müssen auch da wieder dazu sagen, das ist nicht ganz vom Himmel gefallen, sondern dem ist sehr viel vorangegangen in den vorherigen Jahren und die Abschaffung der Demokratie, die Unterdrückung der Arbeiterbewegung war sicher auch mit ein Teil dessen, dass sich das so entwickeln konnte. Und um den Begriff des Albtraum weiter zu verwenden, Grete Jost war Teil dieser Hinrichtungswelle, die 1943 ihren Höhepunkt erreicht hat. Wir sind von den Nazis im annektierten Österreich 1942 fünfmal in der Zeit hingerichtet worden wie im 41er Jahr. Und im 43er Jahr nur einmal mehr als doppelt so viele wie im 42er Jahr. Das heißt, es ist geradezu eine Explosion von Hinrichtungen gewesen. Es ist dann 44 zurückgegangen. Warum? Erstens, weil die illegalen Organisationen bereits mehr oder weniger zerschlagen waren. Und zweitens, weil man die Leute in die Konzentrationslager geschickt hat. Es war die Justiz nicht mehr vertrauenswürdig genug für die Nazi-Führung und sie hat die Leute gar nicht mehr vor Gericht gestellt, sondern in die KZs geschickt, damit sie dort umgebracht werden. Und wie ich schon einleitend gesagt habe, dass dieser Albtraum ein Ende haben konnte, liegt auch an denen, die Widerstand im eigenen Land geleistet haben und vor denen wir uns wirklich verneigen sollen und ihr Vermächtnis weitertragen sollen, aber letztendlich lag es an den militärischen Anstrengungen der Alliierten. Es sind allein im Kampf um die Befreiung Wiens 30.000 Rotarmisten gefallen,
die haben sich nicht ausgesucht, ob sie da herkommen und uns befreien. Und das war für viele derer, die dieses Risiko im Widerstand auf sich genommen haben, ein wichtiges Motiv, sich in Todesgefahr zu begeben, dass sie gesagt haben, wir können ja nicht die Hände in den Schoß legen und warten, bis das eine ausländische Armee kommt und uns befreit. Wir haben ja schließlich eine Verantwortung dafür, dass dieses Regime ganz Europa hier versucht hat zu unterdrücken, in Sklavenstaaten zu verwandeln und auf die Art und Weise einen Krieg provoziert hat, der der schrecklichste geworden ist, den es gegeben hat, das heißt noch schlimmer als der Erste Weltkrieg. Aber um abzuschließen, begonnen hat das Ganze mit einem Aufbruch in eine bessere Gesellschaft, der letztendlich von den Kräften der Reaktion in diesem Land verhindert wurde. Und wenn man eine Lehre daraus zieht, dann ist es so, dass es Dinge gibt, die man gar nicht früh genug stoppen kann. Und das ist unser Auftrag auch für heute. Dankeschön.